So, guten Tag und willkommen zum dritten Teambuilding-Video heute. Das ist das erste Mal, dass ich das Teambuilding tatsächlich mal vor dem Kampf aufnehme. Ich denke mir, hier ist es sehr angebracht. Wir kämpfen diese Woche gegen Timifory. Und das ist dann nochmal durchaus ein Step-Up zu den letzten zwei Kämpfen, muss ich sagen. Es wird spannend. Ich glaube, ich krieg hart aufs Maul. Ich hab sehr lange gebraucht, um mir ein Team zusammenzustellen. Ob es jetzt was geworden ist, das werde ich dann im Kampf sehen. Aber ich erkläre euch jetzt erstmal, was wir mitnehmen und weswegen. So, als erstes hätten wir da wieder unser wunderbares G-Max-Pokémon. 5 Euro Ink? Fragezeichen. Diesmal leider ohne die 5 Euro Wette. Und ohne den 5 Euro Move, aber dazu kommen wir gleich erst. Wieder mit dem wunderbaren Meisterball. Diesmal auf Spezverteidigung gespielt komplett und nicht auf Verteidigung. Warum, sage ich nachher. Wieder mit H2O Absorber, wunderbar. Und am Moveset hat sich jetzt geändert. Ich habe Abgesang für Psychokinese rausgetan. Der Abgesang wird bei diesem Gegner hundertprozentig nicht funktionieren. Außerdem glaube ich nicht, dass ich in die Situation kommen werde, dass er nur noch ein Pokémon hat und nicht mehr als eins. Deswegen die Psychokinese. Die Psychokinese kann hier gegen seinen Galar Smogmog und gegen seinen Hitmontop helfen. Es tut mir leid, ich habe gerade die englischen Namen nicht, die deutschen Namen nicht mehr so krass im Kopf. Capoeira, stimmt. Team ist eh wieder eingeblendet, also von dem her. Ihr seht das schon. Psychokinese gegen diese zwei, Gefriertrockner gegen Vaporeon, also Aquana. Dann noch der Surfer gegen Stalos und der Eissplitter für die Prio. Wer weiß, ob das mal gebraucht wird oder nicht. Und der Gefriertrockner natürlich auch noch gegen sein Dragapult. Also gegen sein Katapultra. Warum auch diesmal auf Spezialverteidigung? Wegen dem Gardevoir, wegen dem Katapultra. Das sind einfach spezielle Threats. Genauso wie das Aquana unter Umständen. Aber Aquana gegen Lapras sollte ein gutes Matchup für mich sein. Vor allem, weil ich den Gefriertrockner habe und er nicht. Dann noch wegen dem Mew. Was natürlich auch physisch gespielt werden kann. Das ist mir klar. Was das dann schlussendlich wird, ist schwierig. Deshalb habe ich jetzt einfach mal angenommen, es geht auf speziell. Und ja. Also ich sehe mehr spezielle Threads für Lapras als physische. Vor allem, weil bei den physischen Threads die Sache ist, dass sie mich so oder so two-shotten. Also das Patinaraya two-shottet mich sowieso. Das Capoeira auch. Und das Steelix macht nicht so viel Unterschied einfach. Also es hat sich nicht gelohnt, auf physische Verteidigung diesmal zu gehen. Deshalb Spezverteidigung. Wieder halt volles Investment in KP, Spezverteidigung und der Rest in die Verteidigung, um einfach ein bisschen was auszuhalten. Mit dem Aurora-Schleier werde ich viel Schaden negieren können, da bin ich mir jetzt schon sicher. Ob es genug sein wird, I don't know. Gut, kommen wir zum nächsten. Silembrim, ihr seht am Namen schon, es ist ein neues Silembrim. Warum, das seht ihr gleich. Es ist diesmal mit Lichtleben hier und ich muss noch schauen, ob ich eine andere Seite vielleicht spiele oder nicht. Aber momentan weiß ich nicht, was ich aus dem Lichtleben spielen sollte. Es ist ganz interessant investiert. Es hat 0 Init Investment natürlich. Normales Silembrim halt. Diesmal ist es aber nicht auf Spezangriff, sondern auf Spezverteidigung getrimmt. Ihr seht auch hier alles in KP und Spezverteidigung und der Rest in die Verteidigung. Und natürlich mit Magic Bounce als Fähigkeit. Das ist supi. Warum? Das liegt einfach daran. Deshalb. Wir haben hier Psychokinese und Zauberstein als offensive Attacken. Und diesmal mit dem Bizarro-Raum, den ich letztes Mal ja schon dabei hatte. Aber auch dem Lichtschild. Diesmal soll Silembrim nämlich mehr als Setup dienen. Und nicht als Sweeper an sich. Silembrim soll diesmal tanken. Und mit der Spezverteidigung, mit dem Spezverteidigungsinvestment, überleben wir zu 100% einen Hit, einen speziellen Spukball von dem Katapultra. Wenn das natürlich auch physisch spielt, war alles umsonst. Aber ja, ich weiß nicht, was da passiert. Also physische Geistattacken kann Katapultra eh nicht so wirklich. Höchstens Phantomkraft. Und da habe ich Zeit zu reagieren, so gesehen. Von dem her, ja, der Plan ist, Bizarro-Raum und Lichtschild zu setupen mit Psychokinese und Zauberschein. Mit Zauberschein kann ich das Katapultra trotzdem zu einer 50%igen Wahrscheinlichkeit, glaube ich, one-hitten. Mit Psychokinese das Capoeira und das Weezing bedrohen
mit Zauberschein auch das Morgrem, das Beelzebub. Und gegen Gardevoir habe ich ein gutes Matchup und gegen Aquana sogar auch. Und bei Mew halt, je nachdem, was es kann. Bedrohungen, Stalos und Patinaraya, also das G-Max. Diese zwei bumsen Silebrim komplett weg, aber das ist auch nicht der Plan. Und das Ice-Q ist auch ein normales Matchup relativ eigentlich. Das ist es eigentlich zu dem Pokémon hier. Soll diesmal eher als Supporter gespielt werden mit Lichtschild und Bizarro-Raum. Und Lichtleben, damit das halt so lange wie möglich hält. Ich weiß, dass der Lichtschild nichts gegen das Katapultra bringt, wegen seiner Fähigkeit. Aber gegen alle anderen. Gegen Weezing, gegen Vaporeon, gegen Morgrem, gegen Gardevoir, gegen Mew vielleicht. Und das ist einfach wichtig, so gesehen. Dass wir da einfach Schaden negieren können. Gut, kommen wir zum nächsten. Rey Mysterio ist wieder mit am Start. Und ihr seht am Item schon, ich spiele diesmal den Walschal. Da das kein Item ist, das aufgebraucht werden kann, Flexibilität. Um die Paralyse zu verhindern. Whee! Wesen ist gleich geblieben, genauso wie die Investments. Alles auf Angriff von Init. Der Rest auf Spitzverteidigung, glaube ich. Oder Verteidigung, bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube eher Verteidigung. Und als Attacken haben wir Flying Press, Next Strike, Nahkampf und Eisenschädel. Warum, weshalb, wieso? Nahkampf ist klar, starke Kampfattacke. Kann Stalos two-shotten, kann Patinaraya eben nicht G-Max-Form one-shotten, kann Ice-Q in der Noise-Form one-shotten. Und ja, Flying Press gegen Capoeira, gegen Capoeira eigentlich hauptsächlich. Ich brauchte eine Flugattacke. Und mit Flying Press kann ich es one-shotten. Flying Press ist ja Kampf und Flug. Von dem her ist das sehr effektiv gegen Capoeira. Der Next Strike gegen Mew gegen Dragapult. Und der Eisenschädel gegen Weezing und gegen Gardevoir. Das ist so das Moveset, weswegen ich das genommen habe. 4 offensive Attacken, diesmal kein Setup mit Schwertanz. Lohnt sich nicht wegen dem Choice-Item. Und warum spiele ich Choice Scarf auf einem Resladero? Das liegt ganz einfach daran, dass ich es liebe, wenn ich schneller bin. Zumindest wenn ich weiß, dass ein Pokémon alles von ihm outspeedet. Und das ist mit dem Choice Scarf hier einfach der Fall. Ich outspeede damit das Dragapult. Außer er spielt selber Scarf auf dem Dragapult. Was ich jetzt nicht so ganz glaube, aber kann natürlich passieren. Ob ich es rausfinde, das sehe ich dann. Im Kampf muss ich es rausfinden irgendwie. Also nach dem ersten Angriff sehe ich eh, ob er Live-Up spielt oder nicht. Und wenn er nicht Live-Up spielt, gehe ich davon aus, dass er ein Choice-Item spielt. Und wenn es dann das Scarf ist, dann... Wenn er Specs spielt, dann RIP. Auf jeden Fall... Ja, ich bin auf jeden Fall schneller hier. Ich kann ein paar Leute one-shotten und ein paar Leute richtig damagen hier. Dem Dragapult mache ich so circa 70% Damage mit dem Next Strike. Dem Mew auch, so ungefähr. Oder weniger, ich glaube, bei Mew ist es aber ein stabiler Two-Shot, was das anbelangt. Resladero wird eher so derjenige sein, der nicht reinkommt, sondern die Pokémon finisht. Der kommt rein und böllert halt. Also der finisht die Pokémon, am besten kommt er noch in ein Matchup rein, wo er wechseln muss. Dann habe ich 2 Runden theoretisch. Und ja, er hat keinen ultra krassen Switch hin für den Nahkampf, außer das Weezing. Aber das kassiert halt auch. Wenn ich merke, dass das ein Two-Shot werden kann, dann easy. Aber da gibt es auf jeden Fall, das wird eher so der Staubsauger. Also der nimmt so den Dreck dann noch zusammen, denke ich. Nummer 4 ist meine Waschmaschine. Die Waschmaschine, die gute alte, war bis jetzt immer dabei und ist jetzt auch wieder dabei. Ist dieselbe Waschmaschine wie davor schon mit Lefties, aber diesmal auf Spezverteidigung gespielt. Schwebe natürlich, ja, alles Investment in Spezverteidigung und KP, der Rest in Verteidigung. Vom Moveset her hat sich nicht viel geändert, außer dass ich das Irrlicht von letztem Mal mit dem Spukball dieses Mal ersetzt habe. Einfach um was auch mit der Waschmaschine etwas gegen Mew und Dragapult zu haben. Und gegen Gardevoir. Aber gegen Gardevoir will ich das Matchup nicht suchen, weil Gardevoir kann sehr wahrscheinlich Energieball, zumindest könnte ich mir das vorstellen, dass er das drin hat. Und das wäre dann problematisch, weil das two-shottet mich und die Waschmaschine will ich nicht so wegwerfen. Also das Matchup will ich nicht. Da werde ich mit Volt Switch rausgehen. Gegen Stalos ist es auch noch ziemlich gut, es kann ja nicht von Bodenattacken getroffen werden und mit Hydropumpe bumst das Stalos ganz gut weg. Dementsprechend ist das ein gutes Matchup für ihn. Für ihn hier,
für die Waschmaschine meine ich, nicht für meinen Gegner, sondern für mich. Mit dem Wortswitch Momentum, ihr wisst Bescheid. Das ist so die Waschmaschine, da muss ich glaube ich echt lange nicht mehr so viel erklären. Hat sich nicht so viel geändert. So, jetzt kommt Nummer 5, das ist Corazon. Ihr seht, es ist wieder ein neues Corazon. Mit dem Evolit natürlich. Und wir spielen es genau gleich wie sonst auch immer. Tastfluch ist einfach besser als Bruchrüstung. Bruchrüstung kannst du in die Tonne treten. Wir spielen es auf 0 DVs, auf Init. Minus Angriff plus Verteidigung. Die DVs bei Angriff sind auch nicht ganz voll. Keine Ahnung, vielleicht. Das war halt nicht beabsichtigt, aber ist ein netter Zusatz. Dann trifft mich Schmarotzer. Ein möglicher Schmarotzer, nicht so stark. Verteidigung halt full, KP full. Und vom Moveset her sind wir hier ganz sneaky unterwegs. Nachtnebel habe ich noch drin. So viel kann ich sagen. Irrlicht auch. Kraftabsorber auch. Aber ich habe die Tarnsteine ersetzt durch den Mirror Code. Den Mirror Code, weil folgendes: Wir überleben einen Spukball von dem Dragapult mit Corazon. Sollte ich dieses Matchup bekommen, dass Full Life Corazon gegen Full Life Dragapult reinkommt, dann werde ich einfach drauf spielen, dass er einen Spukball macht, weil ich keinen richtig safen Switch gegen den Spukball habe. Das weiß ich selbst. Und dann werde ich einen Hit überleben und mit Mirror Code alles zurückwerfen und Dragapult ist tot. Das wäre so mein Plan. Das wäre einfach nur genial, wenn das funktioniert. Also klar, das ist nicht so der beste Plan, aber das wäre der Backup-Plan, um Dragapult rauszubekommen. Falls er das überhaupt mitnimmt. Falls er das nicht mitnimmt, ist auch nicht schlimm, weil ich habe mein... Ist sogar besser für mich. Weil ich habe dann mein ganzes... Ich habe mein ganzes Team nicht nur an den Dragapult orientiert, sondern durchaus an allen anderen Mons auch. Weil Corazon kann auch sehr viel machen gegen Copper Raja G-Max. Weil mit Kraftabsorber Irrlicht einfach physischer Shredderer, genauso wie bei Stalos, genauso wie bei Capoeira, genauso wie bei Ice Q. Also das ist einfach ein guter Pick und mein physisch-defensives Mon diesmal. So, und jetzt kommt noch jemand Neues dazu, nämlich Donarion Shiny. Mit Choice Specs böllert das richtig rein. Vom Wesen her sind wir hier auf Mäßig, also auf Modest, mit plus Spezialangriff, Schwebe als Ding, als Fähigkeit natürlich. Dann haben wir KP und Spätzangriff-Investment in den EVs und ein bisschen Spätzverteidigung noch drin. Ist nicht so wichtig, die Spätzverteidigung. Es geht hier einfach nur. Und ich habe ich habe volle DVs auf Init, aber ich habe gekalkt. Es ist trotzdem im Bizarro-Raum auf jeden Fall schneller als das Aquana und als das Weezing. Das sind die Sachen, die ich kalken wollte. Und ich glaube, es ist auch im Normalfall schneller als das Ice Q, weil das spielt man normalerweise nicht mit 0 DV-Investment. Vielleicht macht das ja doch, wer weiß. Wenn ja, dann. Ja. Bumst er mich im Bizarro. Aber wer weiß. Dann haben wir noch als Moveset Donnerblitz gegen Aquana, gegen einfach alles, um neutralen Schaden zu machen und halt richtig rein zu böllern. Ups. Dann die Lichtkanone gegen Gardevoir, gegen Weezing, gegen wen hatten wir noch? Gegen Ice Q. Und gegen Morgrem. Gegen diese vier Pokémon ist Stahl gut. Deswegen habe ich die unbedingt mitgenommen, weil wir können Gardevoir one-shotten, wir können Weezing one-shotten, wir können alles one-shotten. Das ist geil. Außer das Morgrem. Ich glaube, das können wir tatsächlich nicht one-shotten. Das ist zu tanky, wenn das auf Full Spätz-Dev Investment spielt. Nun gut. Käfergebrumm gegen Mew ist One-Shot. Normalerweise. Immer normalerweise denken. Und Voltswitch fürs Momentum. Da bin ich noch im Überlegen. Vielleicht seht ihr im Kampf dann ein anderes Moveset, wenn ich es nicht vergesse zu erwähnen. Ich werde den Voltwechsel wahrscheinlich noch raustun, weil Choice plus Voltwechsel ist nie so geil eigentlich. Weil dann musst du das halt entweder gleich am Anfang machen oder halt gar nicht. Wenn ich es schaffe, würde ich da tatsächlich gerne noch eine spezielle Kampfattacke, aber ich glaube kaum, dass es Fokusstoß lernen kann. Falls doch, wäre es richtig GG. Oder halt irgendwas, was gut gegen Copper Raja oder Stalos ist. Hauptsächlich gegen Stalos. Weil gegen Copper Raja kann ich trotzdem mit einem Donnerblitz böllern. Aber ja, das wäre so derjenige, für den ich den Bizarro-Raum setupen will, dann auch noch mit dem Lichtschild dazu, wäre richtig Gucci. Weil der böllert dann einfach so heftig rein, das wäre mega krass. Aber gut, das ist so das eigentlich alles zu meinem Team. Ich brauche noch gute Spitznamen für manche Pokémon. Deswegen, ja, ich bin mal gespannt, wie das Team wird.
Der Kampf meine ich. Das wird diesmal eine richtige Zerböllerung, wahrscheinlich gegen mich. Ich werde halt gut spielen müssen. Ob das reicht, das sehen wir dann am Sonntag. Schrägstrich. Keine Ahnung, wann das Video kommt. Heute, morgen, whatever. Nun gut, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Macht's gut. Und schaut euch den Kampf an. Der wird legendär. Weiß ich jetzt schon. Bis zum nächsten Mal. Bei irgendwas. Und tschüssi.